Der FC Bayern München setzt auf die Jugend. Die Münchner haben in den letzten Monaten 6 Spieler aus dem Jugendbereich mit Profiverträgen ausgestattet. Haben sie längerfristig gebunden? Wer sind diese Jungs? Wo kommen sie her? Was zeichnet sie aus? Alle, die hier sind, haben das Potenzial, eben es ganz nach oben zu schaffen. Vom Talent zum Profi. Talent, harte Arbeit und die richtige Förderung sollen Träume Wirklichkeit werden lassen. Doch der letzte Schritt vom Jungprofi in den Profikader bei einem der besten Clubs der Welt ist die anspruchsvollste Hürde. Ich glaube, dass der Wille sicherlich eine große Rolle spielt, der Ehrgeiz und groß zu träumen. Ich denke, dass große Träume man braucht, um einfach seinen Träumen nachzugehen und sie zu verwirklichen. Bei der Verwirklichung seiner Träume hatte David Alaba viel Unterstützung von Hermann Gerland. Der 64-Jährige hat schon in den 90ern die Amateure der Bayern trainiert. Seit 2001 ist er durchgängig bei den Münchnern. Als Co- oder Amateurtrainer hat die Karrieren von Lahm, Schweinsteiger, Müller und Alaba gefördert. Ihnen Türen geöffnet. Dafür gesorgt, dass sie den Sprung aus der Jugend in die erste Mannschaft schaffen. Heute ist er sportlicher Leiter vom FC Bayern Campus und weiß, was man braucht, um sich in München durchzusetzen. Es ist sehr schwierig hier beim FC Bayern München oder auch in der Bundesliga Fuß zu fassen. Und da muss man besessen, mit Leidenschaft dran arbeiten. Man muss über die Schmerzgrenze gehen und dann hat man die Chance, es zu schaffen. Aber nur Talent reicht nicht. Nur Arbeiten ohne Talent reicht auch nicht, auf jeden Fall nicht beim FC Bayern München. Sondern es muss beides zusammentreffen, Talent und eine unglaubliche Leistungsbereitschaft. Und wie gesagt, der Körper muss auch mitmachen. Holger Seitz ist seit dieser Saison für die zweite Mannschaft der Bayern, die U23, zuständig. Davor hat er schon die U19 und U17 erfolgreich trainiert. Der 43-Jährige kennt den Jugendbereich in- und auswendig. Hat viele seiner jetzigen Spieler schon die letzten Jahre begleitet. Zusammen mit den Trainern des FC Bayern Campus will er herausragende Talente fördern und weiterentwickeln. Die Chance für unsere Jugendfußballer aktuell so groß ist wie schon seit vielen Jahren nicht mehr. Der ganze Verein, die ganzen Fans lechzen danach, dass man wieder Nachwuchsfußballer herausbringen, die den Weg über die verschiedenen Jugendmannschaften bei uns gemacht haben. Von daher bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass es hier möglich ist, nicht nur dem Kader anzugehören, unserer Profimannschaft, sondern eben auch Einsätze in der ersten Mannschaft zu erhalten. Frank Avina wechselte 2013 in die Jugendabteilung der Bayern. Hat seit der U14 alle Nachwuchsmannschaften durchlaufen. Ist in München zum U18-Nationalspieler gereift. Frankie Wiener als Fußballer ist so zu charakterisieren, dass er unwahrscheinliche Wucht hat in seinem Offensivspiel. Er hat einen wirklich brutalen Körper schon für sein Alter. Und das sieht man dann auch in den Trainingseinheiten und auch in den Spielen, wenn er es schafft, eine frontale 1-gegen-1 Situation herzustellen, also dass er mit der Nase zum gegnerischen Tor ist, dann ist es schon wirklich sehr, sehr schwer, den Frankie noch zu verteidigen, weil er dann auch diesen Zug zum Tor hat. Er hat eine unwahrscheinliche Zielstrebigkeit drinnen in seinem Spiel. Das Highlight seiner jungen Karriere fand unter Jupp Heynckes statt. Am Ende der letzten Saison feierte er als 17-Jähriger gegen Frankfurt sein Debüt in der Fußball-Bundesliga. Gegen Köln stand er sogar in der Startelf. Adrian Fein ist ein Eigengewächs des FC Bayern. Der waschechte Münchner hat letzte Saison schon als A-Jugendlicher bei den Amateuren gespielt. Anfang dieser Saison wurde er nach Regensburg ausgeliehen, um den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen. Adrian Fein hat herausragende Qualitäten im Spiel mit Ball. Ist unwahrscheinlich schwer vom Ball zu trennen. Hat den Blick nach vorne, also kann Mitspieler einsetzen, sodass sie eben dann Aktionen nach vorne weg starten können. Darüber hinaus wird er selber auch torgefährlich. Brutal schwer vom Ball zu trennen, aber nicht nur, dass er dann nach hinten wegspielt, sondern er sucht immer die offensive Lösung. Und darüber hinaus ist er vom Typ her extrem weit, war Führungsspieler bei uns in der Amateurmannschaft, hat da wichtige Aufgaben übernommen gehabt innerhalb des Teams. Und ich halte wirklich sehr, sehr viel vom Adrian Fein und bin gespannt jetzt an,
wie er bei Jahn Regensburg sich durchsetzen kann. Die Karrierewege von jungen Spielern können sehr unterschiedlich sein. Philipp Lahm und Basti Schweinsteiger haben in ihren Karrieren alles erreicht. Ihre Gemeinsamkeit? Für beide hat alles in der Bayernjugend angefangen. Doch um ihre Träume Wirklichkeit werden zu lassen, mussten sie dann verschiedene Wege einschlagen. Hermann Gerland hat die Qualitäten von Philipp Lahm sofort erkannt, stand mit seiner Meinung aber lange allein. Ich konnte es erkennen sofort, weil der spielte unspektakulär, macht aber nie einen Fehler. Der gewann jeden Zweikampf, der spielte jeden Ball dem eigenen Mann so zu, dass er auch keine Probleme mit der Weiterverarbeitung des Balles hatte. Er war für mich ein genialer Spieler. Gerland wusste, dass sein Schützling Spielpraxis auf gutem Niveau brauchte und vermittelte ihn auf Leihbasis von den Amateuren zum VfB Stuttgart. Für den 19-Jährigen der richtige Weg. In Stuttgart wird er zum Stammspieler in der Bundesliga und Champions League, absolviert seine ersten Einsätze in der Nationalmannschaft. Nach 2 Jahren kehrt er als gestandener Bundesliga-Profi nach München zurück und wird zu einem der erfolgreichsten Profis in der Geschichte der Bayern. Die Karriere von Basti Schweinsteiger verläuft anders. Er schaffte den Sprung zu den Profis, ohne sich erst woanders beweisen zu müssen. Auch wenn das nicht so klar war. Da konnte ich das nicht so früh erkennen wie bei Philipp, weil Basti war verspielt, lief lange mit dem Ball und war nicht so schnell. Also da dauerte etwas länger als bei Philipp. Aber hinterher hat er sich natürlich großartig weiterentwickelt und hat auch eine Karriere hingelegt, die überragend war. 2 Wege, 1 Ziel. Lahm und Schweinsteiger. Beide perfekte Vorbilder für die neuen jungen Profis bei den Bayern. Meritan Shahbani ist seit 12 Jahren beim Rekordmeister. Der U19-Spieler spielt bei den Amateuren und ist regelmäßig beim Training der Profis dabei. Auch er feierte in der letzten Saison gegen Frankfurt sein Bundesliga-Debüt. Er hat ein unwahrscheinliches Bewegungstalent. Das ist herausragend, wie er es schafft, sich freizulaufen, wie er instinktiv in die Räume hineinläuft, die sich beim Gegner öffnen. Das ist sehr bemerkenswert bei Meritan. Das hat ihm der liebe Gott irgendwann einmal mit auf den Weg gegeben. Das habe ich selten in der Form gesehen. Dazu hat er auch nur die entsprechende Technik, um dann für den Fall, dass er den Ball eben auch hält in den Räumen, den Ball zu kontrollieren. Und vom Typ her, wie gesagt, ist er Schlitzohr im positiven Sinne. Mit 9 Jahren kam Maxim Avuca zu den Bayern. Schon im letzten Jahr war der 20-Jährige bei den Amateuren gesetzt. Maxim, unwahrscheinlich guter Kopfballspieler. Also wenn der hochsteigt zum Kopfball, das ist eine andere Liga. Sowohl im Offensivkopfball als auch im Defensivkopfball. Hat ein super Tempo für einen Innenverteidiger, hat einen guten Antritt. Darüber hinaus ist er auf Strecke sehr, sehr schnell. Entsprechend kann er viele Situationen durch sein Speed einfach entschärfen. Und am Mann, wenn er ist, dann ist es sehr, sehr schwierig, an Maxim noch vorbeizukommen, weil er auch dann die notwendige Härte hat. Ich traue ihm alles zu, weil wenn ich einen Innenverteidiger charakterisiere, was muss er haben? Er braucht einen Speed, er soll beidfüßig sein, er muss Zweikampfstärke haben und all das ist beim Maxim zu 100% vorhanden. Von daher sind wir froh, dass wir ihn haben. Der große Unterschied zwischen Amateur- und Bundesliga-Fußball ist das Tempo, die Handlungsschnelligkeit, die Zweikampfhärte. In jeder Trainingseinheit bei den Profis müssen die jungen Spieler an ihr Limit gehen. Und darüber hinaus. Eine wichtige Erfahrung für die Youngster. Wenn einer es schaffen will, der muss, wie gesagt, Talent mitbringen und der muss auf den Platz gehen und muss sagen, ich will heute weniger Fehler machen, als ich es gestern getan habe. Und morgen will ich weniger Fehler machen, als ich es heute machen werde. Das sind die Sachen, wenn einer nicht permanent an sich arbeitet, hat er in diesem Geschäft keine Chance. Und das Schlimmste wäre, wenn unsere Nachwuchsfußballer vom Training der Profis runtergehen und für sich selber das Gefühl haben, sie haben sich unter Wert verkauft. Und da würde ich mir in der einen oder anderen Trainingseinheit wünschen, dass sie sich beispielsweise den David Alaba als Vorbild nehmen von damals und einfach maximal trainieren. Mit dem Bewusstsein oder mit der Message von Niko Kovac, dass Fehler dazugehören, um sich ja weiterzuentwickeln. Die
Seit seinem 4. Lebensjahr ist der 19-Jährige Fan des FC Bayern München. 2015 wechselte er aus Leipzig zu seinem Lieblingsverein. Mit der U19 wurde er im letzten Jahr Vizemeister. Rondhorn Hoffmann kommt aus einer Familie, die aus dem Leistungssport kommt, seine Mama beispielsweise. Und das habe ich am Torben vom ersten Moment an angemerkt, als er bei mir in der U19 aufgeschlagen ist, dass er vom Kopf her absolut schon damals als Profisportler, als Leistungssportler gedacht hat. Er war extrem aufmerksam in den Gesprächen, die wir geführt haben. Er hat auch in den Trainingseinheiten immer am Limit trainiert. Und eine Qualität vom Torben ist, wir haben es im letzten Heimspiel jetzt gesehen gegen Bayreuth, wo er auf den Moment Topleistungen abrufen kann. Und das ist ja gerade beim Torhüter elementar wichtig. Die sind ja oftmals nicht aktiv jetzt am Ballbesitzspiel beteiligt. Da kommt es dann darauf an, dass man innerhalb einem Bruchteil einer Sekunde dann die richtige Entscheidung trifft. Und dadurch, dass Torben so geprägt worden ist, die Erziehung auch dementsprechend genossen hat, ist das eine absolute Qualität, sich auf den Moment dann auch fokussieren zu können. . 2017 führte Lars Lukas May die U17 als Kapitän zur deutschen Meisterschaft. Letzte Saison war er Kapitän der U19 und machte schon im April sein erstes Profispiel gegen Hannover. Auch gegen Frankfurt stand er dann 90 Minuten auf dem Platz. Lukas May, Nationalspieler und sehr, sehr ehrgeizig, immer im Kraftraum vorm Training unterwegs, auch nach dem Training sehr professionell. Jetzt haben wir ihn dieses Jahr in der U23, erstes Herrenjahr, obwohl er noch in der U19 spielen könnte. Und wenn ich mir die ersten Spiele so anschaue, dann glaube ich, ist es schon erkennbar, dass der sehr, sehr viel Potenzial hat. Natürlich ist der Schritt groß, zu den Profis zu kommen, aber ich glaube, das Potenzial ist da. Und wenn sie einfach versuchen, einfach den Weg weiterzugehen und hart an sich arbeiten, von Tag zu Tag zu gehen und einfach alles rauszuholen, dann ist da vieles möglich.